Ich möchte zunächst einmal ausführen, was das Wesen der inneren Medizin, also des Internisten, eigentlich ist. Also die innere Medizin, das hatte ich vorhin gesagt, ist eine Disziplin, die sich mit Problemen im Bereich der inneren Organe befasst. Aber letztlich das Selbstverständnis eines Internisten ist es, dass er den Menschen als Ganzes sieht, also von der Nasenspitze bis zur Zehenspitze. Und den Menschen in seiner Gesamtheit betrachtet, nicht nur körperlich, sondern auch sozial und auch seelisch, und einfach versucht zu verstehen, wo das Problem herkommt und was für ein Problem der Patient hat. Natürlich ist es so, dass dann, wenn die Probleme gelöst werden müssen, neben der Innenmedizin auch verschiedene Spezialdisziplinen dann zum Einsatz kommen. Aber das heißt, dieses Wahrnehmen des ganzen Menschen in seiner Gesamtheit, sozial, psychisch, seelisch und körperlich, das ist letztlich das Wesen der inneren Medizin. Also das heißt, das Selbstverständnis Internisten und das auch das Verständnis meiner Abteilung ist, dass wir uns um Leute kümmern, denen es nicht gut geht. Und dass wir einfach mit Hilfe unseres Fachwissens und unserer Erfahrung versuchen, herauszufinden, was der Patient für ein Problem hat. Ich möchte dann auch in diesem Zusammenhang erläutern, wie geht dann so ein Arzt vor, wie geht so ein Internist vor. Die Menschen, gerade auch Laien, denken, dass Medizin eine Apparatemedizin ist. Gerade innere Medizin ist überhaupt keine Apparatemedizin. Es ist zu 90% eine Wissensdisziplin, die ohne Maschinen und ohne Technik auskommt. Das ist auch ein Missverständnis. Das ist auch gerade Medizinstudenten oder junge Absolventen, die machen immer große Augen, wenn sie Apparate sehen, wo viele Lichter blinken und ein Ultraschallgerät oder irgendeine Dialysemaschine oder was auch immer. Aber das macht nicht die Medizin aus. Man muss nicht Medizin studieren, um einen Dialyseapparat zu bedienen oder ein Ultraschallgerät zu bedienen. Aber man muss Medizin studieren und man braucht Berufserfahrung und auch Lebenserfahrung, um sozusagen diese nicht-apparative Medizin zu beherrschen. Und ich will Ihnen einfach nur erläutern, wie man vorgeht, um einem Patienten zu helfen. Das Entscheidende, wenn jemand durch die Tür kommt und Sie wollen, der hat ein Problem. Sie müssen diesem Menschen gut zuhören. Das Patientengespräch ist das absolut Entscheidende, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Und das hört sich danach an, als ob man ein Schwätzchen mit dem Patienten hält. Das ist aber nicht ganz so. Natürlich dient das Gespräch mit dem Patienten dazu, dass man sich kennenlernt, eine menschliche Beziehung aufbaut. Man muss auch den Charakter, die seelische Verfassung des Patienten erfassen. Aber man muss aufmerksam zuhören und wenn der Patient spricht, muss man die ganze Zeit Ideen entwickeln, wo das Problem liegen könnte. Als Beispiel, wenn der Patient zu mir kommt, eine 80-jährige Patientin, und sagt, sie bekommt schlecht Luft. Wenn ich diese Information habe, dann muss ich sofort nachdenken und mir überlegen, 80 Jahre alt, die Wahrscheinlichkeit einer Herzerkrankung ist recht hoch, es könnte also ein Herzproblem dahinter stecken, es könnte aber auch ein Lungenproblem dahinter stecken. Das heißt, die Patientin erzählt mir das, ich denke nach und überlege sofort, wo könnte das Problem liegen und werde dann der Patientin dann auch gezielte Fragen stellen, die in diese Richtung ziehen. Ich würde beispielsweise fragen, ob Husten, Fieber oder Auswurf bestehen, um zu erfragen, ob vielleicht eine Lungenentzündung dahinter steckt oder aber um die Vermutung einer Herzerkrankung zu prüfen, würde ich fragen, ob Brustschmerzen bestehen, ob die Beine manchmal geschwollen sind, ob die Patientin sich nachts aufsetzen muss, ob sie Probleme hat, Treppen zu steigen und so weiter. Damit will ich nur illustrieren, und das ist auch das, was ich den Studenten beibringe, dass das Patientengespräch der Schlüssel ist, um herauszufinden, wo körperlich das Problem liegt. Natürlich dient das Gespräch aber auch herauszufinden, die seelische Verfassung des Patienten kennenzulernen,
aber auch natürlich die sozialen Umstände, unter denen der Patient lebt, auch kennenzulernen. Wenn man dann anhand dieses Gespräches schon eine Idee hat, wo das Problem liegt, dann ist es so, dass man den Patienten körperlich untersucht. Man inspiziert den Patienten aufmerksam. Man beobachtet die Mimik, die Augenbewegungen, man beobachtet, wie der Patient atmet, die Hautfarbe, man inspiziert die Extremitäten, schaut, ob Rötungen oder Blutergüsse vorliegen und ähnliche Dinge. Dann tastet man den Patienten ab, man fühlt, ob die Hände warm sind, ob der Puls regelmäßig schlägt. Man tastet den Bauch ab, ob hier Schmerzen vorliegen, ob Schwellungen oder ähnliche Dinge vorhanden sind oder Tumore zu tasten sind. Und wir haben natürlich auch das Hilfsmittel, um den Patienten abzuhören, das heißt das Stethoskop, ob die Lunge sich gut anhört, ob sich der Darm normal bewegt. Also das heißt fundamental ein intelligentes Patientengespräch und eine körperliche Untersuchung, die aus Inspektion, Tasten und Abhören besteht. Dann hat man schon eine Idee, wo das Problem liegt und dann kann man gezielt Laboruntersuchungen anfordern, um nochmal der Sache nachzugehen oder Bilder vom Körper anzufertigen, Röntgen, Computertomographie oder MRT. Es gibt aber natürlich auch andere Verfahren wie Magen- oder Darmspiegelung, um nachzusehen. Aber damit wollte ich auch nochmal erläutern, das Apparative ist absolut nachrangig. Man löst das Problem in den meisten Fällen, indem man dem Patienten aufmerksam zuhört. Die Lichter, die leuchten, das sind die Lichter im Kopf und nicht die Lichter an der Maschine. Um die Knöpfe einer Maschine zu drücken, muss man nicht zur Schule gehen und man muss nicht Medizin studieren. Aber um den Patienten in seiner Gänze zu verstehen, muss man das Fach studieren, muss wissen, wie der Körper funktioniert und muss die richtigen Fragen stellen. Das Problem verstehen ist natürlich das eine. Das zweite ist aber natürlich das Problem lösen. Und auch da wiederum ist es ganz fundamental wichtig, man muss sich nach den Wünschen des Patienten richten. Die Patienten sind nicht dafür da, die Ärzte glücklich zu machen, sondern wir richten uns danach, was der Patient möchte. Das ist sehr wichtig. Dafür braucht man Menschenkenntnis. Man muss auch die Menschen mögen, sonst interessiert man sich auch nicht für ihre Probleme. Und auch eigene Lebenserfahrung ist sehr wichtig, aber auch berufliche Erfahrung. Man muss auch wissen, man kann in der Medizin viele Dinge tun, aber nicht alle Dinge sind sinnvoll. Man muss wissen, wann man welchem Patienten mit welcher Methode einen Gefallen tut. Das heißt, auch für das Problem lösen, denke ich, ist ein Internist eine sehr gute Anlaufstelle, um letztlich zunächst einmal den Weg zu bahnen. Und fundamental muss auch der Internist dann auch die Frage mit dem Patienten besprechen, worum geht es eigentlich? Geht es darum, das Leben zu verbessern oder geht es darum, das Leben zu verlängern? Das sind manchmal zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und auch da muss man mit dem Patienten bereden, was möchte er eigentlich? Manche Patienten sagen, lieber Herr Doktor, lieber lebe ich ein bisschen besser, aber dafür ein paar Jahre kürzer. Und der andere sagt, nein, ich habe Kinder und ich habe Verantwortung für andere. Auch wenn es anstrengend ist, möchte ich eine starke Behandlung bekommen, dass ich am Ende auch länger lebe. Damit wollte ich nur illustrieren, dass innere Medizin den Anspruch hat, den Patienten in seiner Gesamtheit zu verstehen, das Problem zu verstehen, aber auch bei der Problemlösung den Patienten auch in seiner Gesamtheit betrachtet und ihm auch Hilfestellungen bei der Lösung zu geben und dann auch andere Fachdisziplinen und Spezialisten natürlich dann einzubeziehen, die dann bei der Problemlösung helfen. Wenn also beispielsweise eine Herzklappe undicht ist und des Pudels Kern darstellt, dann braucht man natürlich den Spezialisten, der diese Klappen austauschen kann. Vielen Dank.